Das steirische Almenland ist seit 2007 offiziell ein Naturpark. Erreicht von der Thurnauer Alm über die Teichalm und die Sommeralm bis zur Brandlucken. Und es ist das größte zusammenhängende Almgebiet Europas. In diesem Teil der Steiermark mit viel Gegend war man jahrzehntelang auf der Suche nach lukrativen Wirtschaftszweigen. Fündig ist man geworden im Tourismus, in der nachhaltigen Landwirtschaft und im gegenseitigen Vertrauen. Hannes Willingshofer in Gasen hatte neue Ideen für den Murbodner Betrieb der Schwiegereltern. Alles bio und er hoffte, dass irgendwann jemand seine Arbeit schätzen würde. Und dann habe ich mir gedacht, stell einfach um bei 3 Tieren nur auf Heufütterung. 1,5 Jahre später kriege ich plötzlich einen Anruf, sonntags am Abend, eine gewisse Uli Retter. Sie sucht einen Partner, der was Rindfleisch liefert, die was nur Heu gefüttert sind, ohne Kraftfutter und auf der Alm gängen. Mittlerweile dürfen wir jetzt das dritte Jahr Rindfleisch liefern zum Seminarhotel Retter und das hat eigentlich voll eingeschlagen. Vom Naturpark Almenland nach Pöllerberg, 30 Kilometer entfernt, werden hier in einem Biohotel 6 bis 7 ganze Rinder pro Jahr verarbeitet. Und jetzt ist das Stückchen vom Urbodner Rind in deiner Küche. Worauf legst du da Wert? Wir legen beim Retter darauf Wert, dass wir einen Bezug zu den Bauern haben, wo wir das Rind herkriegen. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir beim Retter wissen, wie ist das Tier aufgewachsen, wo ist es geboren, wie ist es zum Schlachthof gekommen. Dass einfach der Kreislauf passt und wenn man einmal was Gutes gefunden hat, dann gibt man das nicht mehr her. Die Urlaubs- und Seminargäste schätzen die Kulinarik, die gleich um die Ecke heranwächst. Und das Hotel zeichnet die regionalen Bioprodukte auch auf der Karte aus. Solch ein Beispiel sucht in der Steiermark noch Nachahmungstäter. Es ist momentan noch ein sehr, sehr großes Manko für öffentliche, gemeinschaftliche Verpflegungen, Seniorenheime, sind es Mensen, sind es Spitäler einfach, dass hier auch die Herkunftskennzeichnung klar, deutlich ersichtlich ist. Laut Studie der Landwirtschaftskammer wünschen sich 79% der Steirer eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung für Essen außer Haus, vor allem für Fleisch und Eier. Kantinenessen, das ist ein steigender Markt. In steirischen Großküchen werden täglich 500.000 Essen verzehrt.